So, hi Leute, hier wieder ein Video von mir. Es geht um den aktuellen RS3 von mir. Den habe ich als Limousine, der eine oder andere hatte das Video schon gesehen. Ein Zwischenfazit. Ich habe das Auto jetzt schon seit über 2000 Kilometern und muss sagen, der Verbrauch ist echt gut. Ja, so einen Durchschnittsverbrauch habe ich momentan von 10,6, zeige ich euch gleich. Und ich hatte zwischendurch, ich war ja mit der Family, wir waren auch einen kurzen Trip in Österreich und da hatten wir einen Zwischenverbrauch, da bin ich so eine Strecke von 35 Kilometern gefahren, von 5,5 Liter, also Hardcore, also kann ihn wirklich gleiten lassen, er verbraucht auch echt wenig. Wenn du ihn natürlich trittst, ja, 13, 14 Liter sind da locker drin. Das zeige ich euch gleich und was mir bei dem Fahrzeug wirklich aufgefallen ist und was wirklich auch negativ ist. Wenn ihr im Automatikmodus den drinnen habt und ihr geht voll aufs Gas, also richtig drauf auf die Mama, ne, dann braucht er ganz lange, um den nächstniedrigeren oder nächstmöglich niedrigsten Gang zu finden. Also er holt sehr tief Luft. Das ist ehrlich gesagt auf der Landstraße oder sonstiges, wenn du Überholvorgänge hast, extrem störend. Vor allem, wenn es wirklich mal schnell gehen sollte, müsste. Dann müsst ihr wirklich vorschalten und manuell, weil das ist wirklich, also ein riesen Minuspunkt. Ne? Also wenn man wirklich rausbeschleunigen möchte, geht voll auf Kickdown, dauert wirklich lange bei dem Fahrzeug. Lässt er sich viel Zeit. Ansonsten im Vergleich zum S3 ist die ist es vom Schalten, der Schaltvorgang deutlich schneller. Im Sportmodus schaltet er richtig schön zügig. Vielleicht jetzt nicht ganz so schnell wie jetzt der C63S oder der M3 F80, F82, je nachdem, was ich fand, fahrt, M4, die sind noch ein Ticken schneller. Also man merkt es, wenn man öfters fährt, dann weiß man auch, ja tatsächlich, der schaltet schneller. Dieses Fahrzeug ist ein bisschen schneller in der Schaltung. Ne? Man kann das mit Sicherheit auch noch programmieren, aber ich rede jetzt hier vom Serienzustand. Also das mit dem runter Kickdown ist echt ein Problemfall tatsächlich, weil wenn du drauf gehst, der verliert er erst Leistung, also der wird langsamer und dann schaltet er runter und dann beschleunigt er erst, also muss ich echt dran gewöhnen. Ich würde jetzt jedes Mal immer wirklich manuell vorschalten und dann auch in den manuellen Modus rein, denn wenn ich in den dritten Gang schalte und ich fahre 60, 70 und gehe voll drauf, dann schaltet er nochmal tatsächlich in den zweiten Gang runter, außer ihr habt den festen manuellen, dann funktioniert es. Das sind so ein paar Dinger mit nebendran. Hier das Display, ich meine, die meisten kennen es von euch, habt ihr mit Sicherheit schon gesehen. Das ist jetzt hier der Langzeitspeicher. Ja, also das geht, 10,6 im Schnitt habe ich momentan. Da ist auch schnellere Fahrten mit dabei, ne? Aber so 10,5, 11 Liter, absolut realistisch. Dann sind halt natürlich die Möglichkeiten, die du so hast. Telefon, brauche ich jetzt nicht nochmal anzeigen, ansonsten Radio, Sender und so weiter. Du kommst eigentlich auf diesen, auf dieses Display hier, ja, Dynamik-Modus, Sport-Modus nennt sich das, kommst du auch nicht ganz so easy peasy ran. Kommt man nämlich, es gibt immer so seitlich diese Knöpfe hier, ne? So seitlich, das ist, dann zeigt er an, ist noch was möglich, das würde er dann hier etwa anzeigen, ne? Dann gibt es immer noch mal so ein spezielles Fenster zum Öffnen, denn sonst gibt es so dieses Klassik oder Sport normal, dann ist es größer, ne? Das sind die zwei Dinge größer, oder du zeigst es im Klassischen, dann ist es beides links und rechts etwas kleiner. Na, und dieses hier, da musste ich schon ein bisschen recherchieren, selber schauen, wie man da drauf kommt. Und es gibt halt immer dieses kleine Fenster, wo man dann, das zeigt er dann, wie gesagt, das seitlich an, da kann man nochmal extra wählen, ne? Und dann ist das mit Sicherheit auch, sollte kein Problem darstellen. Ja, wie gesagt, das Display total toll, gefällt mir und kommt ganz gut damit zurecht. Und das andere, ich meine, das wisst ihr ja, kennt ihr das ganze Schnickschnackzeug, ne? Schön diese 3D-Carbon-Teile, aber das habe ich ja schon bei der Vorstellung des Fahrzeugs schon mal erwähnt. Ne? Leute, so ist es nun mal. Kurzes Fazit und ja, mal schauen, was jetzt bei der Leistungssteigerung noch so rauskommt. Da bin ich ja dran, habe ich jetzt demnächst einen Termin und sehen wir, was Sache ist. Was ich jetzt vorhabe, ist, dass die mir jetzt die Woche drauf einen serienmäßigen geben, also als Leihwagen sozusagen. Den würde ich dann auf der Autobahn messen und die Zeiten von dem
mit dem vergleichen. Ja? Ich habe jetzt im Internet einmal geschaut, es gibt wirklich welche, die haben über 10 Sekunden gebraucht, 100, 200. Da liege ich ja schon mit diesen 9,16 gar nicht so schlecht. Aber es gab auch deutlich bessere. Da gab es welche, wie ich gesehen habe, von MTM, der hat 20 PS mehr, also 480. Und er schafft knappe, also ich glaube 8,3 hat er, 100, 200. Und das ist halt nochmal fast eine Sekunde schneller mit 20 PS. Ja, ich denke mal, ich will gar nicht so viel sagen. Ne? Also vielleicht hat er tatsächlich die 460, aber dem werden wir noch etwas näher kommen. Denn einfach so jetzt eine Leistungsmessung zu machen, das werden die nicht anerkennen. Das weiß ich jetzt im Vorfeld. Hier kurzer Fazit, ein paar tausend Kilometer runter. Das Ding fährt sich echt geil, schön, ruhig. Hat aber ein paar Minuspunkte bei mir, von meinem Gefühl her auch, mit der Schaltung, mit dem Kickdown. Ne? Leute, gute Zeit, ciao.